Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Fuzzy-Assistentin. Maubuff. Sie ist anders eingefallen. Ich sollte wirklich ein Skript schreiben für meine Begrüßungstexte. So. Da ich ja jetzt noch ein paar legendäre Sachen hatte, die ich jetzt in den Schredder schon schmeißen konnte, würde ich jetzt halt noch mal ein bisschen was ausgeben wollen. Und zwar diesmal in legendäre Rüstung. Weil, wie gesagt, erst wollte ich mit Waffen durchgehen, damit man halt genug rauskriegt. Und ne, Waffen sind halt mit Perks ein bisschen einfacher. Zumal ich hier auch 20% auf Waffen habe, auf der Rüstung wenigstens. Und das kann man halt ein bisschen besser handeln. Aber wir brauchen ja immer noch bessere Rüstung. Das heißt, jetzt werden die restlichen Sachen halt auf Rüstung ausgesetzt. Und ich kann somit halt auch einen guten Kreislauf hoffentlich schaffen. So, wir haben hier einmal nichts für mich, das ist eine Lederrüstung, aber plus 1 Stärke, Schleichen, ja. Nee, danke, was haben wir hier? Autostim, Metall, sogar angedütscht, also ganz ehrlich. Händlerin, was gibst du mir hier für Stuff? So, dann nochmal. Fallensteller, okay, wieder mit Gewicht. Okay, dann haben wir hier nochmal Fallendeller. Fallendeller, ja. Ich bin auch so ein Fallendeller. Ich liebe dich. Ich mag deine Versprecher. Ich bin halt ein Fallendeller. So, aber ich muss gerade mal meine Kopfhörer anschließen, weil die fangen an zu piepen. Das geht mir auf den Sack. Tut das nicht weh? Ja, nicht ganz. Aber es ist so dunkel hier in der Butze, dass ich hier den Stecker nicht einstecken kann. Aber wenn sie dir auf den Sack gehen, das tut doch weh. Ja, klar, aber... Ja, bing, bing, bing. Da sind die Kopfhörer jetzt wieder angestopselt. Angestopselt? Angestopselt. So. Ah, jetzt wollte ich erstmal hier gucken. Kleidung. Ich habe ja hier noch ein bisschen Kleidung zurückgelegt. Aber ich glaube, ich bleibe hier wirklich nur auf Kampfrüstung. Das heißt, ich könnte rein theoretisch die rausholen. Oder baue ich noch irgendwann mal was mit Fallensteller zusammen? Weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt ein paar Fallensteller-Teile schon wieder mal bekommen. Das wäre eine Brust. Ich habe hier keine Brust zwischen. Ne, komm, wir können es ja mal probieren. Ist zwar eine Killer, Ausdauer ist okay und Gewicht. Killer ist zwar, ne. Vielleicht kriege ich ja so irgendwie eine Fallenstelle auf komplett Gewicht raus. So. Was ist da jetzt durchgegangen? Habe ich gar nicht gesehen. Ach, Freilandhaltung. So, dann haben wir jetzt hier die letzten 30 raus. Dann können wir hier gleich nochmal weitermachen. Gucke ich erstmal hier, die Brust ist sehr schwer. Ich sag Bescheid, ich ziehe jetzt kurz Responder an, weil ich stehe kurz vor Level ab. Okay, mach das. So, und jetzt noch ein dreisterniges. Was ist denn von euch am schwersten? Natürlich das Fallensteller-Ding. Wie gesagt, Schleichen, Fallensteller, nee, komm. Hauen wir weg. So, habe ich nochmal 71, das heißt, ich darf noch einmal kaufen. Und wir bekommen wieder eine Killer. Diesmal Speerrüstung, Waldgrün. Ich weiß gar nicht, ob die bei Waldgrün jetzt endlich die Mods draufpassen oder nicht. Oder ob du immer noch in den Atom Shop kommst. So, aber ich kann ja hier jetzt trotzdem erstmal wegpacken. So, hier habe ich jetzt nichts, was ich wegpacken wollte. Genau. Wunderbar. Gut, ja, dann geht's gleich weiter, würde ich sagen. Das war ja jetzt nur ein kurzer Zwischenstopp, dann ist das schon mal erledigt. Gehe ich jetzt hier mal zur Farm hin und bolster mal ein bisschen was weg. Viel Erfolg. Und du machst schon wieder heimlich Mr. Fuzzy Marken als Mr. Fuzzy, ja? Nee, als Responder. Allein, du!
Pöpelt er mich erstmal an, ja? Ne, immer diese Pöbler, ne? Ja. Schlimm. So, da haben wir einen Verbrannten. Hier haben wir keinen. Ein ganz dicker Kackhaufen. Was hast du gesagt? Ein ganz dicker Kackhaufen. Achso, ja, ich hab was anderes verstanden. Ja, Brandbestien verkaufen. Ich hab günstigen Kackhaufen verstanden. Günstigen Kackhaufen? Ja, günstiger Kackhaufen. Wie kann Kackhaufen günstig sein? Ja, das habe ich mich ja auch gefragt, deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Achso. Okay, boah, dann hast du halt günstige Kackhaufen. Hm. Was spricht dagegen? Hä, jetzt sind es doch mehrere Punkte hier. Wollen die mich jetzt verärgern hier? Verarren. Ja, siehst du, verloren. Und die anderen zwei sind irgendwo am Arsch der Welt. Warum sind die so weit weg? Von der Farm. Ach, der hatte sogar Krone. So, dich haben wir auch. Dich auch. Und ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe zwar geschlafen, aber ich hatte ja davor die Folge mir extra Cranberry-Auflauf geholt. Für mehr EP. Und habe es jetzt nicht gegessen. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie an uns vorbei. Level. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge Julio. Für Sie. So, Tesla-Gewehr Aufladelauf. Ich höre hier aber schon wieder ein Piepen. Immer diese Pieper. Schlimm mit denen. So. Zack und zack. Haben wir hier nicht noch eine Werkbank? Ja, hier. So, dann wollen wir hier einmal kaputt machen. Gut. Und dann gehe ich mir mal eine Brandbestie jagen, wa? Am liebsten würde ich den ja mit Plasma machen, aber dann ist es nachher nur wieder Matschehaufen. Mach jetzt trotzdem. Ich brauche sowieso viele EP. Aber ich glaube nicht, dass ich mit meiner Power Armor noch laufen könnte. Ich will meine Power Armor haben. Maus. Power Armor. Armor Power. Stelle ich mich dich vor, wie du auf dem Boden stammst und sagst, ich will meine Power Armor haben. Ja, ich will. Aber ich darf noch mal 10 Kilo tragen, dann bin ich überladen. Solange darf ich noch sprinten. Ja, ich darf sprinten und ich darf fliegen. Hui. Ich darf die Fresse fliegen, mache. Nee, ich hab Jetpack. Rums. So. Warum laufe ich jetzt eigentlich hier durch die Ecken? Ich weiß doch eigentlich, wo die Brandbestien sind. Du kannst. Ja, das stimmt auch wieder. Darf ich auch? Was darfst du auch? Mit dir mitmachen? Ich brauche nämlich DNA. Ja, klar. Ach, jetzt habe ich den sowieso aggro. Komm. Aber wegknallen. 3 Jahre später. Nachgeladen. So. Aber vorsichtig, ja, dann darf ich ja kein mein Gatling Laser doch nicht benutzen. Weil sonst mache ich daraus einen Plasmahaufen. Und den kann man DNS-mäßig nicht absammeln. Ich habe jetzt anstatt Plasmahaufen Lasmahaufen verstanden. Sollte man wirklich die Ohren waschen? Ja. Na, eigentlich eher die Füße. Ja, damit der Dreck nachrutscht, ne? Ja. Da hinten kommst du angesprungen. Ja. Ich hab gedacht, dass ich jetzt hier auf dem Feld vielleicht noch eine fliegende sehe oder so, aber. Leider nicht.
jetzt laufe ich direkt zum Rissstandort da hinten. Oh. Brüderchen, wo seid ihr denn? Ich glaube, es kam gerade von links. Oh, da ist sogar ein Legendärer bei. So, ist nicht ein Legendär. Der Legendäre ist hier oben. Ja, ich komme nicht. Okay. Hast du? Ja. Was haben wir denn Schönes? Problemlösers Plasma-Pistole. Naja. Hab erst eine vierstellige davon geschreddert. Aber wenigstens eine Minigun wieder. So. Randbestie. Komm zu uns. Alle hops. Du bist heute nicht so die Gesprächige, wa? Doch, eigentlich schon. Ja, merkt man. Du redest heute schon wieder ohne Punkt und Komma. Ganz ehrlich, ich komme hier noch nicht mal zu irgendwas zu moderieren hier. Da ist einer. Ja. Oh. Der Preisbot, what the fuck. Ey, ich hab meinen Preis noch nicht erhalten, ja? Und knallst ihn einfach nieder. Nein. Doch. Nein. Communist Target acquired. Na gut, dann nehmen wir mal was anderes hier. Jetzt hab ich kurzzeitig nur Explosivmüll bei. Und greift die mich jetzt an? Weil ich sie noch nicht angeschossen hatte. Ja. Habt ihr einen Kuchen bekommen? Schwerige Haut. Explosiv. Ja, Goldie hat nicht explosiv. Lass mich in Ruhe. Geh pupen. Was soll die pupen gehen? Ja, weil die mir auf den Keks ging. Und die darf auch. Vergessen nebenbei die kleinen Ätzchen zu machen. Mhm. Nein. Ich sehe nichts. Dein Schallangriff ist zu doof. Jetzt aber. So. Wow. Bauplan erstklassiger Kampflintenverschluss. Sogar noch Lack gehabt hier. So, jetzt darf ich aber wieder meine Energiewaffen benutzen. Hast du davon, Mausi? Okay. Mach doch. Eigentlich jetzt noch irgendwas in Cranberry jetzt hier? Okay, ich steige aus der Power Armor aus und ich höre nur noch Geschieße. Wer will sich mit mir anlegen? Muss ich mir Sorgen machen? Nö. Wer schießt denn hier? Wer auf was? Auf wen? Auf. Ach, das war mein Preisbot, ja. Okay, wir haben hier Vatoga-Bot. So, mach ich die halt weg. Und einen legendären Ghoul gehabt. Okay, nehmen wir auch mit. So muss das. Die schönen Vatoga-Bots haben sich hier gut zur Wehr gesetzt. Warum habe ich noch Kampfmucke? Ich habe keine Ahnung. So, was habe ich da hinten noch? Sammle Vorräte ein. Okay. Hast du schon wieder heimlich Airdrops gemacht? Was für ein Scheiß? Du kannst Airdrops anfordern, Mausi. Habe ich dir schon mal gezeigt, aber jetzt hast du den Witz oder den Gag verkackt. Schönen Dank. Immer wieder gerne.
Ja. Deswegen habe ich dir auch heimlich die Lex geschickt. Aha. Soll ich denn mal deine... Nee, das sag ich lieber nicht. Ja, doch, doch, sag. Das sagt eigentlich immer nur ein Kerl. Achso, was sagt ein Kerl? Soll ich deinen Leck stopfen? Aha. Ja, und ich krieg gleich die Rache, die Brandbeste direkt auf die Nase. Aua. Und da kommt vom Brand da raus, der sogar noch piepen tut hier. Schlimm mit euch, ey. Stelle ich mir gerade vor, wie bei der Brandbeste aus dem Arsch der Verbrannte rausploppt. So plupp. Ja, so in etwa sah das jetzt aus. Ja, stimmt, ich muss ja noch kritische Treffer machen. So, wir können aber vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar Fotomodus der, was war das? Bahnhöfe. Charleston, Grafton, Lewisburg, Morgantown. Das sind ja nur die Standardbahnhöfe. War hier nicht auch, Watoga, ja. Können wir mal kurz, machen. Jetzt weiß ich, warum die Ghule so frustriert sind. Na? Die haben keine Hobbys. Wieso haben die keine Hobbys? Weil die haben nichts Besseres zu tun, als mir den Rücken zu kratzen. Ja, du hast ja... Das musst du dir so vorstellen wie bei Affen, weißt du? Die denken, du hast da irgendwelche Insekten und wollen die essen. Und deswegen kommen sie dann so und dann rücken und dann suchen sie nach Insekten. Aber da du ja ein sauberer Mensch bist, hast du keine Insekten auf dem Rücken. Deswegen kratzen sie, weil sie suchen nach den Insekten. Jetzt habe ich dich verwirrt. Ja, mir fällt gerade kein passender Gegenargument ein. Kein passendes Gegenargument. Jetzt hast du mich schon... Okay, vergiss es. Steige. Ja. Rache. Rache. So, dann kaufe ich mir das noch und kaufe mir noch das hier. Und das und das und das und das. Hab ich hier nämlich ein bisschen mehr Alk. Den kann ich jetzt auch mal trinken. Stimmt, ich hätte mir schon vorhin... Wieder, ey. Ja, musst du auch noch machen. Schatz, bei meinem Zuhause ist ein Flatboots-Monster. Brauchen wir diese. Dieses Mal nicht. Darfst du schön. Wenn es 30er ist, hol die dicken Waffen raus. Er ist gerade weg. Ja, gut, okay. Dann hat er dich schon gesehen. Ich war jetzt gerade zu baff dafür, um das jetzt gerade zu checken. Ich habe den das erste Mal von so einem Arm gesehen, also. Jo, kannst mal sehen. Hast zu Hause jetzt auch mal Besucher. So, Bahnhof. Foto. Wie machen? Wie stellen Sie sich das vor? Was hast du gesagt? Ja, Bahnhöfe Fotos machen. Challenge, wöchentlich. So, ja, Fotomodus, also, nicht Foto. Also, machen wir mal so und... Hab ich vergessen, was ich zu Hause wollte. Den ersten Bahnhof haben wir. Dann klapper ich jetzt einfach mal ein paar Bahnhöfe ab. Mach kurz den Fotomodus an, dann habe ich wenigstens das auch schon mal fertig. Ist aber wirklich nur zu den Bahnhöfen porten und Foto machen, ne, Maus? Okay. Also, jetzt also bei Watoga brauchst du mich jetzt nicht irgendwie gut hindrehen. Da habe ich jetzt nur die Gleise fotografiert. Also mich auf den Bahngleis gestellt und dann einfach Foto auf die Gleise gemacht. Wenn das überall so klappt, dann passt das. Ja. Nächsten Bahnhof fertig. Dann nehmen wir den noch in Lewisburg. Kostet zwar ein paar Kronkorken, aber mein Gott. Gibt Atome. Wobei ich mir unbedingt noch gucken muss, ob ich mir jetzt noch die Power Armor Lackierung kaufe oder nicht. Patrick hat ja gemeint, ich soll mir am besten beide kaufen. Okay. Einmal hier die Wintertarn-Lackierung, die würde mich interessieren, und die schwarze. Wobei die weiß, also die Winter-Camouflage, die wollte ich mir dann auf die T45 machen. Und ich täglich Mister Ausmister. Kann ich dir nicht helfen, ob du das kaufen solltest? Ja, die Atome hätte ich jetzt schon. Ich mache ja jetzt auch sogar noch weitere.
wäre jetzt schon bei 3550. No? No. Deswegen, ich hätte dann die Hälfte gerade mal ausgegeben. Aber wie gesagt, momentan sind sonst keine weiteren Items drin, wo ich sage, jo, das muss ich unbedingt haben. Oh, hier wird geschossen. Da haben wir eine Rathirschkuh. Die machen wir doch Rathirsch schlicht kalt, weil es ist Essen. Nein, nicht Bambis Mama töten. Zu spät. Mein Essen. Niemand kriegt mein Essen. So, können wir ja nochmal gucken, ob wir hier mal kurz ein Zufallereignis kriegen hier. Weil wir sowieso schon hier sind. Mal hier im LP eigentlich auch nie. Privat meint das immer mindestens einmal, aber... Achtung, eine wichtige Durchsage für alle Responder. Aufgrund von ausschwärmendem Ungeziefer ist eine sofortige Evakuierung der First Friends Kirche in Charleston erforderlich. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. So, mal gucken, was wir hier haben. Wir haben Supermutanten getriggert. Und ein paar Ghule. Du hast hier keine Chance. Sag mal. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir, ja? Ich weiß, dass ich EP brauche, aber so dringend müsst ihr euch jetzt auch nicht aufdrängeln. Kronkorken, wunderbar. Wie viel fehlt dir denn noch zum Level Up? Boah, Hälfte, locker. Da war ja noch ein Ghoul. Hey, hier geblieben. Du Sonntagsfahrer. So, aber mir fehlt auch noch ein Bahnhof. Ich denke mal so, das Level Up wird sich so nebenbei ergeben. Bist ja noch ein bisschen da. No? Ich verstehe nur Bahnhof. So, welchen Bahnhof nehmen wir jetzt als nächsten? Den von Sutton? Am besten ein Bahnhof. Ja. Wird mir ausgeschildert als Bahnhof, also... Hab jetzt nicht nachgeguckt, ob Sutton jetzt mit auf der Liste steht oder nicht. Wenn nicht, dann habe ich halt gleich Pech gehabt. Und wenn ja, dann habe ich gleich meine Atome. Warte ab, bis du das machst, dann verarsche ich dich genauso. Naja. Ich lieb da auch, mein Spatz. Naja, jetzt liebst du mich wieder, ja. So, dann einmal so und einmal so und Challenge abgeschlossen. So, 30 Atome bekommen. Wir nice. Bitten darum, nicht auf muss ich nur wieder den Scheiß Kunden raus während ihres Einkaufs laufen. Einzustechen. Hatte ich jetzt schon Whisky? Ich glaube nicht, ich kaufe mal einen. Anstatt jetzt herzustellen, mal alles zu machen hier. Ey, Tausche schlimm, schlimm, Kron, schlimm mit mir. Gegen so, Beute. Whisky, 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 Whisky. Whisky hatte ich noch nicht. Oh, wunderbar. Ein Red Ameisenlager habe ich auch noch. Nuka Schein, Nuka Cola Dark, Berghonig, Bleichampagner müsste ich eigentlich auch noch da haben. Harte Limonade. Tag des ich könnte Cranberry selbstgebrannt noch basteln. Blackwater Bray und Ballistic Bock und. Alles mit zurück. Dings dürfte eigentlich auch schleppen, relativ einfach sein. Wo kann man denn jetzt hier? Falsch. Hier? Unter Kleidung werde ich es nicht finden. Ja, siehst du, Bleichampagner habe ich hier noch. Bleibt sogar noch einer in der Kiste. Hochradioaktive Flüssigkeiten, sehr, sehr viel. 4 Stück.
Red-Ameisen-Lager. Ja, das kann ich mir ja noch gleich saufeln. Ja gut, dann einmal den Champagner. Und einmal den Whisky. Und alkoholabhängig. Und Adjektol. Psst. Das hat mir am besten gefallen. So, dann haben wir jetzt noch kritisch Treffer. Stimmt, habe ich meine Schrotflinte bei. Damit geht's am einfachsten. Hätte ich man schon längst machen können, habe ich aber noch nicht. Schämst du dich nicht? Ich kann ja hier kurz nach Sutton rüberrennen und dann da irgendwas kritisch wegknallen. An kleinen Gegnerzeug. Klopf, klopf, verbrannte. Ja, wer ist da? Der Bulljörtel, der keine Ausdauer mehr hat, weil er jetzt Ausdauer benutzt hat. Na komm. Jetzt lade ich mal ein bisschen auf hier. So, 5 von 10. Muss ja nur wieder aufladen. Kritische Treffer sind eigentlich auch immer ziemlich easy. So. Ja, schön. Ist blöd, ich habe nur Explosivwaffe gerade bei und ich treffe hier sogar zwei Gegner mit einem Schuss. Ja. Ich brauch doch ein paar Gegner. Ich muss doch kritische machen. Oder, Verbrannter? Ja. Sieht er genauso. Aber mehr Gegner haben wir hier nicht. Doch, ich höre noch einen tappeln. So, jetzt ist voll. Einen brauche ich noch und dann habe ich es auch das fertig. Hör auf, mich zu boxen. So, abgeschlossen. Okay. Meine Daily ist auch schon fertig. Dailies habe ich. Mach jetzt schon die wöchentlichen Maus. Ja, aber ich wollte nur eine Konversation machen. Achso. So, jetzt ist es nur noch Festmahl. Errichte eine Werkstatt. Okay, gut. Muss ich mir noch eine Werkstatt krallen? Muss mal gucken, gleich welche ich das nehme. Aber wir sind ja auch schon langsam am Ende der Folge. Das heißt, ich renne jetzt hier einfach mal kurz beiseite. Damit ich mich hier mal kurz hinsetzen kann und nach Hause teleportieren. Gefahr steht da noch. Ja, gucken wir mal. Jawohl. Gut, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ich gucke noch nach den Biersorten. Was wir da haben an Camp-Budget-Material. Mache ich dann noch und stecke das dann schon in den Gärbottich, damit wir die halbe Stunde warten können. Und was nicht, müssen wir dann halt in der nächsten Folge holen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.